Aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir haben den Atomausstieg beschlossen. Die Bahn ist zunächst mal ja schon sehr energieeffizient, ja, weil einfach nicht der Rollwiderstand da ist wie auf der Straße mit dem Asphalt und dem Gummi. Dann hat es da einfach auch Erfahrungen gegeben, wie man mit Pazifismus, wie man mit der Hoffnung, dass man ohne Waffen zurechtkommt, eben auch ins Elend laufen kann. In dem die Statistik vorkam, in den letzten paar Jahrzehnten haben wir unsere Straßen um 40% ausgebaut und gleichzeitig das Schienennetz um 20% zurückgebaut. Ja, wir haben ja ein historisches Schienennetz, das sich sehr stark an den Verläufen von Flüssen orientiert. Wie viel Geld geben wir denn aktuell insgesamt für die Schiene aus und wie viel müsste es im Vergleich sein? Das klingt so sinnvoll, dass man, wenn man einen Streckenabschnitt sowieso schon erneuert, dass man alles auf einmal macht. Genau. Da frage ich mich immer, wieso ist in den letzten 20, 30 Jahren nicht schon einer auf die Idee gekommen? Weil wir jetzt bei dem Thema sind, müssen wir ganz kurz die Frage klären, die unmöglich kurz zu klären ist. Und zwar, bist du Anhänger der sozialen Marktwirtschaft oder glaubst du, Marktwirtschaft ist eigentlich ein System, was wir eher überwinden müssen? Auch eine Frage, was ist denn eigentlich die Lieblingsstrecke im Streckennetz? Wenn du dich entscheiden müsstest für eine, was ist eigentlich die größte Herausforderung unserer Zeit? Eine Frage, mit der ich dich kurz vor Schluss nochmal ärgern muss. Haben die Grünen eigentlich auch eine Schwäche? Gibt es irgendwas, wo du sagst, ah, das ist jetzt vielleicht, das stört mich ein bisschen an den Grünen? Welches ist das schlechteste Argument, das man sich im Politikbetrieb regelmäßig anhören muss? Gibt es irgendein Muster, was dir immer wieder begegnet, wo du sagst, das ist so falsch? Ich muss dann auf jeden Fall, wie immer, auch hier nach einer Buchempfehlung fragen. Gibt es ein Buch, was du besonders gut fandst, was dich vielleicht auch besonders geprägt hat in deinem Denken über die Welt und die Gesellschaft? Matthias Gastel, herzlich willkommen bei Was machst du so? Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, gerne. Du bist geboren 1970 in Stuttgart, 1989 Mitglied bei den Grünen geworden. 1990 warst du Mitgründer bei dem Landesverband der Grünen Jugend hier in Baden-Württemberg und 1994 schon einmal Bundestagskandidat. Außerdem unter anderem 3 Jahre Mitglied im Landesvorstand, im Landesverband der Grünen, hier in Baden-Württemberg ebenfalls, Stadtrat in Filderstadt und Kreisvorstand. Nicht nur das, sondern jetzt seit 2013 mittlerweile 10 Jahre auch Bundestagsabgeordneter und Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion für Bahnpolitik. Mitglied in den Ausschüssen, also ordentliches Mitglied im Ausschuss für Tourismus und, worum es heute vor allen Dingen gehen soll, im Verkehrsausschuss und stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft und neuerdings auch Aufsichtsrat bei der DB Netz AG. Alles richtig. 3 Jahre Landesvorstand Grüne Jugend, nicht die Grüne Landespartei, sonst ist alles richtig. Ah, okay. Ein Fehler. Das ist ein guter Schnitt. Damit kann ich leben. Ich würde gerne mit ein, zwei persönlichen Fragen starten. Wir haben gerade gehört, 1989 kam bei dir schon die Entscheidung, zu den Grünen zu gehen, Parteimitglied zu werden. Mit 19 war das, richtig? Ja, noch 18, aber Noch 18, ich wusste nicht, vor Geburtstag, danach. Also sehr jung auf jeden Fall. Das kann sogar ich sagen. Wie kam damals eigentlich die Entscheidung für die Grünen? Warum Grün? Also politisch interessiert bin ich schon viel, viel früher gewesen, eigentlich ab dem Zeitpunkt, als ich lesen konnte und ein bisschen erfassen konnte, was so in der Tageszeitung steht, die ich beim Frühstück so ein bisschen durchgeblättert habe und so geguckt habe, was da so an Überschriften steht und so weiter und was passiert ist in der Welt. Und dann ein einschneidendes Thema ist gewesen der NATO-Doppelbeschluss, also die Debatte und schließlich auch die Entscheidung in Deutschland Atomwaffen zu stationieren. Das war ja dann der Höhepunkt der Friedensbewegung, die mich sehr, ja, inspiriert hat, damals so 13, 14, die ich war. Später dann mit 14, 15 bin ich dann mit etwas älteren Freunden auf Ostermärsche gegangen. Und da waren die Grünen natürlich stark vertreten. Ja. Dann 86 Tschernobyl, das bis dahin größte Atomunglück in der zivilen Nutzung. Und
Die Grünen waren die einzige Partei, die für den Atomausstieg gestanden hat. Die SPD hat ja erst im Nachgang zu Tschernobyl ihre Position zur Atomenergie geändert. Und dann kamen noch andere Themen dazu, Dünnsäureverklappung in der Nordsee, also das Verklappen von Gift im Meer, der Walfang. Ich bin bei Greenpeace gewesen, seit ich 14 bin. Und dann habe ich eigentlich irgendwann nur noch auf meinen 18. Geburtstag gewartet und gesagt, wenn ich volljährig bin, dann werde ich Mitglied bei den Grünen. Wobei man, sage ich auch an der Stelle, man darf auch schon viel früher vor der Volljährigkeit Mitglied einer Partei werden. Mhm. Aber für mich war das irgendwie, ich darf wählen gehen, ich darf kandidieren und dann passt es irgendwie auch dazu, Mitglied einer Partei zu werden, mit der ich sowieso schon aus friedenspolitischen und umweltpolitischen Gründen schon viel früher geliebäugelt habe. Mhm. Das soll zwar nicht das Schwerpunktthema heute sein, aber weil du es jetzt schon angesprochen hast, als einer der entscheidenden Gründe für deinen Parteibeitritt damals, die Frage, auch im Rückblick, war der Ausstieg aus der Atomenergie im Nachhinein eine richtige Entscheidung? Es gibt ja auch von Grünen immer wieder so vorsichtige Äußerungen, vielleicht haben wir da doch im Nachhinein das falsche Schwein geschlachtet, gibt es das Stichwort? Ich glaube ja, oder? Vielleicht auch nicht die beste Metapher, aber in dem Sinne von, es gibt keinen perfekten Energieträger und vielleicht, bevor wir jetzt wieder mehr Kohle verbrennen müssen, hätten wir dann vielleicht die Atomenergie zumindest etwas weiter, länger laufen lassen sollen? Also wir hatten an sich in der Partei kaum eine Debatte, deutlich länger in der Atomkraft bleiben zu wollen. Wir haben ja die Laufzeit über den Winter verlängert und haben sozusagen noch das Potenzial der Brennstäbe, die eingebaut sind, in 3 Atomkraftwerken genutzt. Man muss sehen, dass der Atomausstieg ja praktisch über 20 und mehr Jahre eingeleitet worden ist. Das bedeutet, da ist dann seit Rot-Grün damals das erste Mal den Atomausstieg beschlossen hat, weniger Personal qualifiziert und ausgebildet worden. Man hat alle Investitionen in die Sicherheit so gesteuert, dass man das Ganze ausgerichtet hat auf ein bestimmtes Datum, an dem dann abgeschaltet werden soll. Und da kann man nicht beliebig dann einfach wieder sagen, ob Personal da ist, ob investiert worden ist in einen längeren Betrieb. Wir betreiben einfach weiter, ja? Sondern die Atomenergie ist eine Hochrisikotechnik. Und da kann man nicht einfach beliebig sagen, geh mal raus, geh mal rein, geh mal raus, geh mal rein. Da hat es schon viel zu viel hin und her gegeben. Und insofern war das dann schon unter den Gesichtspunkten die richtige Entscheidung. Eine Alternative wäre praktisch gar nicht vorhanden gewesen bei der Atomenergie. Die Brennstäbe waren am Ende. Die Atomkraftwerke an sich waren auch, was die Sicherheitsinvestitionen angeht, am Ende. Personal war schon am Abbau und nicht mehr qualifiziert worden. Also es war schon letztlich dann die richtige Schlussfolgerung. Und was die Kohle angeht, wir bauen jetzt massiv die Erneuerbaren aus und wir investieren in Energieeffizienz. Und ich glaube, das ist der richtige Weg. Ich hätte natürlich gerne einen Weg gesehen, wo wir nicht vorübergehend mehr Kohle hätten verstromen müssen. Aber wir sehen jetzt schon wieder, dass es so ist, dass die Erneuerbaren eben auch die Kohle verdrängen. Wir müssen nur verhindern, dass es nicht umgekehrt läuft, dass der Kohlestrom sozusagen die Netze verstopft und dann Windparks abgeregelt werden müssen, weil der Strom nicht benötigt wird. Ja. Aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir haben den Atomausstieg beschlossen und es gibt ein klares Datum, zu dem überprüft wird, ob der Kohleausstieg vorverlegt werden kann. Und letztlich wird es aber so sein, dass alles, was viel CO2 produziert, so teuer wird, dass es möglicherweise noch schneller geht, als der Gesetzgeber es vorgibt. Mhm. Ja, weil wenn dann Kohlestrom einfach noch teurer wird und Wind und Sonne sind sowieso viel preiswerter, dann verdrängt das eine, das Gute, das Saubere, eben dann das Schmutzige. Und das ist auch gut so. Wir müssen nur noch gucken, dass wir dann die Speichertechnologien voranbringen.
dass wir immer genügend Strom haben, dass wir da genügend Stromsicherheit haben und dann sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Übrigens auch für das Thema Bahn ist es ja sehr wichtig. Ja? Die Tolle Überleitung. Bahn ist ja, genau, aber auch wenn es um Energiefragen geht, kann man mit der Bahn wunderbar argumentieren. Die Bahn ist zunächst mal ja schon sehr energieeffizient, ja, weil einfach nicht der Rollwiderstand da ist wie auf der Straße mit dem Asphalt und dem Gummi. Und es wird heute schon weit, weit überwiegend elektrisch gefahren auf der Schiene. Und jetzt ist eben wichtig, dass wir noch mehr elektrifizieren bei der Bahn. Und es ist natürlich entscheidend, dass wir noch mehr Bereiche auf 100% Ökostrom bringen, als es heute schon der Fall ist. Deswegen die Erneuerbaren machen natürlich auch die Bahn umwelt- und klimafreundlicher. Bevor wir endgültig zur Deutschen Bahn kommen, nochmal ganz kurz zurück. Wir haben gerade darüber geredet oder du hast gesagt, auch wie viel hin und her es gab bei den Fragen Atomkraft ja oder nein. Mit heutigem Wissen, 20 Jahre zurück oder 30 Jahre zurückgesprungen, würdest du mit heutigem Wissen dann noch sagen, dass der Ausstieg damals richtig war? Ja, das würde ich schon. Okay. Das würde ich schon. Also, weil wie gesagt, die Risiken sind einfach groß. Es hat sich ja dann auch noch Fukushima ereignet, also ein Atomunglück in einem hochzivilisierten Land. Und wir suchen auch, aber auch in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern, in sehr, sehr schwierigen Prozessen nach Endlagermöglichkeiten. Keiner will den Atommüll haben, ist eben auch nochmal ein Argument. Und Atomenergie ist nach der Steinkohle auch der zweitteuerste Energieträger. Und insofern, wir setzen auf die Erneuerbaren, auf Energieeffizienz. Das ist preiswerter, das ist ohne die Risiken verbunden und das geht aufwärts damit. Und das ist dann auf jeden Fall der zukunftsweisende Weg. Dafür aber sehr zuverlässig, um noch einen kleinen Vorteil zumindest zu nennen. Naja, also ich meine, die Zuverlässigkeit, wenn man mal nach Frankreich guckt, unser Problem im Das Winter ist ja stimmt. gewesen, nicht die Stromsicherheit in Deutschland, sondern die Unsicherheit in Frankreich, weil dort über viele Monate etwa die Hälfte der Kraftwerksleistung der Atomkraftwerke nicht am Netz war, wegen Revisionsarbeiten, wegen Sicherheitsbedenken, wegen mangelndem Kühlwasser und, und. Und die Franzosen heizen auch mit Strom und deswegen war das große Problem in ganz Europa letztlich Frankreich mit dem sehr, sehr hohen Atomstromanteil. Also das heißt, die Atomkraft ist auch nicht unbedingt für die Versorgungssicherheit der große Beitrag. Und wir werden eben in Zukunft noch viel häufiger die Situation haben, dass Kühlwasser fehlt. Einfach weil es Wochen und Monate lang nicht regnet. Also hier, wo wir jetzt sitzen, hat schon sehr, sehr lange nicht mehr geregnet. Es ist sehr, sehr trocken. Und die Flüsse haben natürlich fallende Pegel. Und insofern, wenn das so weitergeht, dann werden wir halt auch jetzt im Frühsommer oder im Sommer wieder wenig Kühlwasser haben. Und das ist dann dort, wo Atomkraftwerke stehen. Bei uns jetzt zum Glück ja laufen keine mehr, aber anderswo oder auch andere Kraftwerke, die auf Kühlwasser angewiesen sind, da hat man echt ein Problem. Ja, und da ist man eben bei Sonne und bei Wind, ist man da auf der ganz guten Seite. Das stimmt auf jeden Fall. Zurück zur Partei noch mal kurz. Die hat sich auch ganz schön verändert in den letzten 30 Jahren. Stichwort Friedenspartei, Anti-AKW-Partei und so weiter. Was würdest du sagen? Inwiefern hat die Grüne Partei sich seit deinem Eintritt verändert und für dich persönlich zum Guten oder zum Schlechten hin? Also man kann vielleicht gar nicht unbedingt sagen zum Guten oder zum Schlechten, denn es hat sich ja so vieles verändert. Schauen wir in die Welt, Globalisierung, starke Arbeitsteilung auf dieser Welt, Lieferketten-Thematik, schauen wir auf die Klimakrise als ein viel, viel größer gewordenes Thema in den 80er Jahren. Da hatten wir so Themen wie Waldsterben und so weiter. Das waren dann, ja, kontinentale Probleme häufig eher. Jetzt haben wir es mit globalen Krisen zu tun. Die Welt ist nicht friedlicher geworden. Und die Grünen sind da, glaube ich, doch an vielen Punkten sehr, sehr konsequent an der Realität. Also die Klimakrise jetzt nicht irgendwie als Nischenthema, sondern als eine existenzbedrohende Frage, ja, weil Menschen in immer mehr Teilen der Erde keinen Zugang mehr zu Wasser haben, weil immer größere Teile dieser Erde von extremen Wetterereignissen geprägt sind. Es regnet Wochen, Monate, vielleicht sogar jahrelang nicht. Und dann kommt alles, was nicht runterkam, dann auf einmal runter.
Wieder ist es natürlich nichts für Ackerbau, wieder ist es nichts fürs Überleben der Menschen. Und so kommen eben viele Punkte zusammen, die eben uns als Grüne auch geprägt haben. Ja? Und wenn ich jetzt nochmal die Friedenspolitik nehme, die ja mit einem Motiv war, für mich zu den Grünen zu gehen, dann hat es da einfach auch Erfahrungen gegeben, wie man mit Pazifismus, wie man mit der Hoffnung, dass man ohne Waffen zurechtkommt, eben auch ins Elend laufen kann. Natürlich umgekehrt genauso. Ja? Mit hochgerüsteten Waffenarsenalen kann man genauso ins Elend und in den Niedergang laufen. Wenn ich mal mir angucke, wie oft die Erde zerstört werden könnte mit den Atomwaffen, die wir haben. Es ist ein totaler Irrsinn. Ja. Aber wir sehen halt auch beispielsweise in der Ukraine, dass ein Land, das angegriffen wird, sich wehren muss, sich verteidigen können muss, die eigene Freiheit verteidigen können muss, die Unabhängigkeit gewährleisten können muss. Und ich will auch kein von Russland dominiertes Europa, weil unsere Vorstellungen davon, wie eine Gesellschaft funktioniert, nämlich demokratisch, rechtsstaatlich, mit dem Schutz auch von Minderheiten, dass das mit einem größeren Einfluss von Russland nicht gelingen kann. Und insofern müssen wir da dann eben auch die Ukraine unterstützen. Und das fällt uns heute mit den Erkenntnissen, die wir einfach haben aus verschiedenen Kriegen, auch im ehemaligen Jugoslawien, leichter, die Dinge einschätzen zu können und damit umgehen zu können. Und trotzdem ist es immer wieder ein Schock, feststellen zu müssen, wie die Welt tatsächlich ist, wie Teile dieser Welt zumindest sind. Und dass wir eben ja, dem Frieden nicht näher gekommen sind, als damals wir gehofft hatten, als so Blöcke zerbrochen sind und Grenzen an Bedeutung verloren haben. Die Irren auf dieser Welt sind deswegen ja nicht weniger geworden. Das ist einfach das, was man bedauernd zur Kenntnis nehmen muss. Und das kann Politik nicht ignorieren. Auch grüne Politik nicht. Also die Grünen haben sich weiterentwickelt. Wir haben uns weiterentwickelt. Wir mussten uns aber auch weiterentwickeln, weil sich einfach die Welt verändert hat und weil die Probleme da sind und die Probleme so sind, wie sie sind. Und man kann ja nicht einfach sagen, die Probleme passen nicht zu unserem Programm, ja, sondern die Probleme und die Herausforderungen sind so, wie sie sind. Und dann muss man eben auch programmatische Antworten darauf finden. Und das ist manchmal sehr mühsam und das sind manchmal schwierige Prozesse. Aber eine Partei, die wirklich an der Lösung von Problemen interessiert ist. Und ich glaube, das kann den Grünen niemand in Abrede stellen, dass wir das tun, dass wir uns da zumindest drum bemühen, die Antworten zu finden auf die Herausforderungen dieser Zeit, dann muss man eben auch diese schwierigen Wege gehen. Jetzt kommen wir aber wirklich zur Deutschen Bahn. Höchste Eisenbahn. wo wir unbedingt hin wollten heute. Ich habe mit so einer relativ offenen Frage gestartet. Wie siehst du denn den aktuellen Zustand der Deutschen Bahn und was muss sich dringend ändern, okay, um einen kurzen Überblick zu geben? Die Frage bezieht sich jetzt auf die Deutsche Bahn als Unternehmen oder auf die Bahn als System? Generell die Bahninfrastruktur, die Bahninfrastruktur, die wir in Deutschland haben, würde ich sagen. Okay, also alles, gut, was wir machen müssen. Gut. Weil die Deutsche Bahn hat natürlich nochmal, alles, ne? Die Deutsche Bahn als Unternehmen hat dann nochmal eigene Probleme, wie beispielsweise einen sehr hohen Schuldenstand oder auch Personalprobleme, Personalmangel. Können wir auch gerne drauf kommen. Die Infrastruktur in Deutschland ist davon gekennzeichnet, dass über Jahrzehnte zu wenig investiert wurde. Wir haben heute die Situation, dass auf einem über Jahrzehnte geschrumpften Netz, einfach weil Infrastruktur zurückgebaut wurde, heute so viele Züge fahren wie nie zuvor. Und das kann natürlich nicht gut gehen. Das bedeutet einen sehr hohen Verschleiß. Das bedeutet große Schwierigkeiten bei der Sanierung, weil man eigentlich nur volle Strecken hat, die man nicht ohne weiteres für Sanierungen sperren kann, ohne dass das Chaos ausbricht, weil andere Strecken diese Verkehre auch vorübergehend nicht einfach aufnehmen können, weil die halt auch schon voll sind. Und das bedeutet eben auch eine sehr unzureichende Betriebsqualität, die sich eben in unpünktlichen Zügen vor allem zeigt. Ist klar, wenn eben eine Strecke nicht zu 100, sondern zu 120 oder zu 130% ausgelastet ist, also das heißt mehr Züge fahren, als
diese Strecke eigentlich im Optimum, im betrieblichen Optimum verkraften kann, dann führt es eben zu Verspätungen, ja, weil wenn dann ein Zug mal in einem Bahnhof eine Minute später abfährt, weil vielleicht der Fahrgastwechsel länger gedauert hat oder weil noch irgendwie Getränke an Bord gebracht werden mussten, dann bedeutet das fürs gesamte Netz, weil alles so eng getaktet ist, dass eben auch andere Züge verspätet werden. Und wenn ein Zug mal liegen bleibt oder wegen Personen im Gleis mal eine Strecke eine Stunde oder zwei gesperrt werden müssen, dann hat es kolossale Auswirkungen auf den Rest des Netzes und auf die anderen Züge. Und dann haben wir halt nachher eine Pünktlichkeit, die irgendwo bei 70-75% oder so liegt. Teilweise sogar drunter, teilweise zum Glück natürlich auch drüber. Und das ist eben nicht befriedigend. Und deswegen muss man da dann eben deutlich mehr investieren. Aber Baustellen bringen halt auch wieder ihr Problem mit sich. Ja, ich glaube, ich habe vor ein paar Tagen, ich glaube, es war sogar ein Interview mit dir gehört, in dem die Statistik vorkam, in den letzten paar Jahrzehnten haben wir unsere Straßen um 40% ausgebaut und gleichzeitig das Schienennetz um 20% zurückgebaut. Richtig, genau. Das stimmt. Also in die Straßen ist massiv investiert worden. Wir haben aber heute trotzdem noch genauso Staus wie vorher auch, weil man einfach sozusagen dem Mehr an Autos und dem Mehr an Lkw den roten Teppich ausgerollt hat. Neue Straßen produzieren mehr Verkehr, das ist eine altbekannte Weisheit. Das heißt, wenn man irgendwo durch Straßenaus- und Straßenneubau kürzere Fahrzeiten erstmal ermöglicht, weil sich Staus auflösen, sind die Leute bereit, längere Strecken zurückzulegen. Und dieser Prozess geht dann immer weiter. Die Strecke wird länger, mehr Verkehr, mehr Stau, dann wird wieder hinterhergebaut, man kommt wieder vorübergehend schneller voran. Die Leute sind nochmal bereit, mehr zu fahren, weil sie in der gleichen Zeit nochmal weiterkommen. Und wir ändern aber eigentlich an der Situation nichts, außer dass wir immer mehr Straßen haben, immer mehr Flächen versiegelt haben, immer mehr Verkehr haben. Aber die Situation wird auf Dauer nicht besser dadurch. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns mal endlich beim Straßenbau auf wenige Engpässe beschränken, dort auszubauen, wo es wirklich zwingend notwendig ist und nicht überall, wo vielleicht eine Stunde am Tag mal der Verkehr ein bisschen stockt, und ansonsten auf die Schiene setzen, weil die Schiene ist energieeffizient, die Schiene ist flächeneffizient und wir können hier eben auch viel mehr Menschen auf weniger Platz befördern. Dasselbe gilt für die Güter und ich finde aber auch, dass jetzt jenseits von allen rationalen Argumenten mit der Bahn zu reisen auch was Schönes ist, wenn man sich drauf verlassen kann. Das heißt, die Pünktlichkeit höher ist und man kann auch die Zeit nebenher individuell nutzen, was im Auto besser nicht gemacht wird, weil man sich da auf den Verkehr zu konzentrieren hat. Aber wenn ich jetzt wieder nach Berlin fahre, dann weiß ich genau, ich habe einen Bolk mit Arbeit dabei und ich nutze das, um meine Zeitungen nachzuarbeiten, um meine Homepage zu bearbeiten, um meine E-Mails zu bearbeiten. Bahntagebuch zu schreiben. Mein Bahntagebuch zu schreiben, in dem ich jede Fernverkehrsfahrt dokumentiere. Ich esse, ich trinke und alles während der Fahrt. Also das heißt, die Zeit ist effizient genutzt. Andere nutzen es, um ein Buch zu lesen. Andere gucken einen Film an. Andere schlafen in der Zeit. Die Nächsten machen irgendwie, wenn sie mit der Familie unterwegs sind, Gesellschaftsspiele. Die Kinder können rumlaufen, anstatt immer zu quengeln, weil sie auf der Rückbank angeschnallt im Schalensitz sitzen müssen, was langweilig ist. Also das heißt, wenn man das Ganze mal positiv nimmt, wenn man die Zeit sinnvoll nutzen kann, dann ist das ein Riesenplus. Und wenn man sich dann auch noch verlassen kann und wenn dann auch noch der Service stimmt, also beispielsweise die Gastronomie funktioniert im Zug, dann ist das Reisen mit der Bahn 1000-mal angenehmer. Ich würde dann niemals mit einer Fahrt im Auto tauschen wollen. Ein super Beispiel hierfür zum Beispiel finde ich ja die Strecke Köln-Frankfurt. Man ist doppelt so schnell, die Züge fahren wirklich regelmäßig, nicht immer pünktlich, aber im Großen und Ganzen sieht man auf der Strecke zum Beispiel, wie genial und schnell Bahnfahren sein kann. Das ist richtig, das ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass wir teilweise auch eben Neubaustrecken brauchen. Wir haben ja ein historisches Schienennetz, das sich sehr stark an den Verläufen von Flüssen orientiert, weil man damals eben noch nicht so mit Tunnel und gerade ausbauen agieren konnte, aber man konnte auch nicht auf Hochgeschwindigkeit setzen von den Wagen, die es gab. Ja? Und
Wir haben aber heute eben die Möglichkeit, den Menschen zu ermöglichen, auf Inlands- und Kurzstreckenflüge vielfach zu verzichten, wenn eben die Zeit nicht zu lange dauert mit der Bahn. Da gibt es ja so diese magische Grenze von 4 Stunden. Da sagt man also, wenn eine Bahnfahrt maximal 4 Stunden geht, dann wird überwiegend mit der Bahn gefahren. Bei über 4 Stunden steigen dann viele aufs Flugzeug um. Man muss ja auch beim Flugzeug sehen, dass es ein sehr kompliziertes Verkehrsmittel ist. Man muss lange vor der Abflugzeit da sein. Man muss durch die Sicherheitschecks, man muss das Gepäck abgeben. Das kostet sehr viel unproduktive Zeit. Ich bin noch nicht oft in meinem Leben geflogen, aber ich habe mich jedes Mal über so viel verlorene Zeit geärgert, wo ich nicht irgendwie an meinem Laptop arbeiten konnte oder so ich immer warten musste oder von dort nach dort laufen musste und dann noch zum nächsten Sicherheitscheck und dann sitzt man im Flugzeug und es hebt dann doch nicht ab oder es rollt dann noch ein bisschen auf dem Rollfeld hin und her und auf und ab und so weiter. Und alles unproduktive Zeit im Zug, packe ich meine Arbeitssachen aus und fange an zu arbeiten und die Zeit zu nutzen. Und ich verlasse mein Büro eine Viertelstunde vor Abfahrt vom Zug und laufe dann rüber zum Hauptbahnhof. Die Wege an die Flughäfen und von den Flughäfen dorthin, wo man hin will, sind meistens viel, viel länger. Also das heißt, man ist zwar kürzer in der Luft, als man mit der Bahn auf der Strecke unterwegs ist. Drumherum braucht aber viel dieses Zeit. Drumherum beim Fliegen unglaublich viel unproduktive Zeit. Du hast gerade das Stichwort genannt, das fand ich interessant, das habe ich noch nicht gehört, dass das Schienennetz sich sehr orientieren würde an Flussverläufen, inwiefern? An Flüssen entlang, dass die nicht oft gekreuzt werden sollen oder wieso? Nee, weniger wegen Kreuzen, sondern einfach, weil wir ja vielfach auch Berg- und Talstrukturen haben und man sich bei den Flussverläufen auf eine relativ gefällarme oder steigungsarme Strecke festlegen konnte, damals, wo man eben noch nicht die technischen Möglichkeiten von heute hatte. Und es ist ja auch heute nicht alles falsch. Ja. Aber die Neigetechnik ist auf dem Rückzug. Ich bedauere das, aber das ist einfach so. Und insofern muss man eben gucken, wie man dann den Menschen attraktive Reisezeiten bietet. Und das ist dann eben gerade auf Hauptstrecken bei den Verbindungen zwischen großen Metropolen dann eben sicherlich nicht mehr die Strecke, die sich da irgendwie hinschlängelt, weil die Leute gucken auf die Zeit und sie vergleichen mit dem Auto, sie vergleichen mit dem Flugzeug und sie wählen eben auch nach dem Kriterium, mit welchem Verkehrsmittel bin ich in welcher Zeit dort. Und wir haben ja auch auf der Straße längst Autobahnen, die Kerzen gerade durch die Landschaft verlaufen und die Straßen sind auch mal historisch an Flussläufen häufig orientiert gewesen und die Autobahn ist es nicht mehr. Und bei der Schiene ist es halt häufig immer noch so, dass sich die Bahnstrecke dahin schlängelt mit entsprechend niedrigen Geschwindigkeiten und auf der gleichen Relation fährt man dann ohne Limit über die Autobahn und dann ist die Bahn nicht wettbewerbsfähig. Also in der Schweiz gibt es die Maxime, die da lautet, wir suchen nicht die Hochgeschwindigkeit, tun wir in Deutschland übrigens auch nicht, aber wir wollen gucken, dass wir auf allen Relationen schnellere Bahnverbindungen anbieten, als auf der gleichen Relation man mit dem Auto unterwegs sein kann. Und dann gibt es eben Strecken, wo man dann mit der Bahn höhere Geschwindigkeiten ermöglicht, weil auch mit dem Auto entsprechend kurze Fahrzeiten möglich sind aufgrund der Straßen, die verfügbar sind. Und wie gesagt, nochmal, wenn man möchte, dass die Leute die Bahn nutzen, dann ist eben die Frage der Reisezeit ein Kriterium. Neben dem Service, neben den Möglichkeiten, wie man die Zeit nutzen kann, neben all diesen Dingen, ist die Zeit eben nicht das Letzte. Also Forderung Nummer 1 wäre auf jeden Fall, es braucht mehr Geld für die Bahn. Es braucht mehr Geld für die Schieneninfrastruktur, genau. Und Schieneninfrastruktur besteht sowohl aus dem Netz, also aus den Strecken, natürlich den Bahnhöfen, die sind leider sehr oft verwahrlost, aber ich sage immer, Bahnhöfe sind die Visitenkarten der Bahn, weil bevor man in den Zug steigt, muss man ja immer erstmal an den Bahnhof kommen und oft durch ein Bahnhofsgebäude durch oder über das Bahnhofsgelände drüber und da haben wir leider oft völlige Verwahrlosung. Wir haben auch noch erhebliche Korrekturen in Sachen Barrierefreiheit zu leisten. Eine Gesellschaft, die älter wird, hat da einfach auch höhere Anforderungen und da müssen mehr Menschen mobil gehalten werden.
die eben nicht mehr gut zu Fuß sind. Davon profitieren aber auch diejenigen, die mit viel Gepäck unterwegs sind oder mit Fahrrädern unterwegs sind. Also das heißt, auf Barrierefreiheit sind heute noch relativ wenig Menschen angewiesen. Es werden aber immer mehr, aber weitaus mehr Menschen profitieren davon, wenn die Bahnhöfe und auch die Zugänge in die Züge barrierefrei sind. Und dann haben wir natürlich die Stellwerkstechnik, wir haben die Bahnübergänge, wir haben Erfordernisse zu digitalisieren im Bereich der Bahn. Da hinken wir weit, weit hinterher. Also wir haben sehr, sehr hohe Investitionsbedarfe, damit die Bahn einfach leistungsfähiger und attraktiver wird und dass sie auch in der Lage ist, mehr Verkehr von der Straße, aber auch aus der Luftfahrt aufzunehmen. Wie viel Geld geben wir denn aktuell insgesamt für die Schiene aus? Und wie viel müsste es im Vergleich sein? Also das ist schwer zu sagen, weil es gibt natürlich sehr viele Haushaltstitel und sehr viele Fördertöpfe. Da gibt es auch Geld aus der EU. Es gibt auch Geld, das Kommunen und Länder geben. Aber wenn ich jetzt mal so den Bundeshaushalt angucke, dann gibt es einige Milliarden pro Jahr für Ersatzneubauten. Das heißt, etwas ist kaputt und muss durch was Neues ersetzt werden. Da muss aber auch die Deutsche Bahn Geld zugeben. Die Sanierung selber übernimmt ausschließlich die Deutsche Bahn auf ihrem Netz, das sie zu verantworten hat. Und der vielleicht berühmteste Topf, auf den immer geguckt wird, sind die Mittel für den Aus- und Neubau der Schienenwege. Das sind etwas über 2 Milliarden Euro pro Jahr. Erforderlich wäre ein Vielfaches, weil wir haben einen Investitionsrückstau, der liegt bei 80 bis 90 Milliarden Euro in der Summe. Die Frage ist natürlich, über welchen Zeitraum kann wie viel Geld investiert werden. Also wir werden jetzt als Ampelkoalition die Investitionsmittel erhöhen. Die genaue Höhe wird gerade noch verhandelt. Und es muss aber auch eben dafür gesorgt werden, dass die Deutsche Bahn in der Lage ist, mehr Geld zu verbauen, weil in der Vergangenheit hat sie häufig auch Geld liegen lassen. Das heißt, Geld, das zur Verfügung gestellt wurde für Infrastruktur, gar nicht verbaut bekommen, weil sie nicht die Planungskapazitäten beispielsweise hatte. Krass, das hätte man jetzt nicht gedacht, dass die Ja, Geld ist liegen aber gelassen so. hätten. Es bleibt immer wieder Weil Geld die nicht liegen, genug Personal in der weil sie Planung nicht haben, genug oder? Personal haben, weil sich die Umsetzung verzögert. Deswegen ist die Deutsche Bahn ja auch sehr bemüht, ihr Personal aufzustocken, Prozesse stärker zu digitalisieren, dass es auch gar nicht mehr pro Euro, der verbaut wird, so viel Personal braucht. Wir haben ja auch als Ampelkoalition sehr viele Maßnahmen jetzt in die Wege geleitet, um Aus- und Neubau, Sanierung, alles, was Investitionen betrifft, schneller realisieren zu können, einfach weil uns die Zeit davon läuft. Angesichts dieser hohen Auslastung des Netzes, der hohen Verschleißerscheinungen, des hohen Sanierungsbedarfs, aber eben auch des Bedarfs, zusätzliche Kapazitäten zu schaffen, um die Verlagerung eben hinzukriegen, die wir brauchen, auch um Klimaziele im Verkehrssektor zu erreichen. Da sind wir weit, weit entfernt davon. Und während beispielsweise auch im Energiebereich, den wir ja schon angesprochen haben, insgesamt über die Jahre die Treibhausgasemissionen sinken, steigen die im Verkehr. Und da ist die Bahn eben ganz entscheidend dafür, umso stärker die Schiene ist, umso leistungsfähiger sie ist, umso mehr Verkehr auf die Schiene verlagert werden können, umso näher rücken wir dann auch den Klimazielen im Verkehrsbereich. Da ist es halt auch besonders schwierig, die Ziele zu erreichen, aber notwendig. Also jetzt haben wir gerade gehört, 80 Milliarden Euro Eher Investitionsstau, mehr, ungefähr eher genau. mehr. Jetzt haben wir 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr. Bräuchte es das dann eigentlich auch in der Größenordnung für die Bahn? Ja, also von der Größenordnung ja fast, also ganz ähnlich. Wir werden das eben anders finanzieren. Wir haben jetzt demnächst die Beschlussfassung über die deutliche Ausweitung und Erhöhung der Lkw-Maut. Und wir haben als Grüne durchgesetzt, dass 40% der Gesamteinnahmen aus der Maut in die Schiene fließen. Bisher ist es 0 Euro. Und das heißt, wir haben dann aus der Maut Geld, aber wir sind auch der Meinung und haben das im Grundsatz auch in der Koalition vereinbart, dass wir auch die Haushaltsmittel aufstocken wollen und müssen. Und wir haben die Vereinbarung, dass wir wegkommen wollen davon, dass wir
mit im Rahmen der Haushaltsplanung immer jährlich Geld zur Verfügung stellen, wo dann die Deutsche Bahn und die Bauwirtschaft immer erst im November oder Dezember erfahren, wie viel Geld dann wenige Wochen später, also im kommenden Jahr, zur Verfügung steht, sondern wir wollen Fonds bilden, die eine überjährige Finanzierung ermöglichen. Das heißt, man kann diese Fonds dann auch mit dem Geld füllen und dann kann darauf so zugegriffen werden, wie das Geld benötigt wird. Ja, so wie eben die Baustellen vorankommen. Aber wir haben eben auch die Situation derzeit noch mit diesen vielen Haushaltstiteln. Die Deutsche Bahn bewirtschaftet weit, weit über 100 Haushaltstitel und Finanzierungsquellen. Das ist total Irrsinn. Das heißt, es kann auch passieren, dass sie eine Strecke sperrt, um zum Beispiel die Gleise und den Oberbau zu erneuern. Und eigentlich würde sie in dem Zusammenhang auch gerne die Oberleitung und den Lärmschutz erneuern beispielsweise. Jetzt steht aber zu dem Zeitpunkt kein Geld in den entsprechenden Etats zur Verfügung. Das heißt, dann nimmt sie nach der Fertigstellung des neuen Oberbaus die Strecke wieder in Betrieb. Und wenn dann mit dem neuen Haushalt Geld für Oberleitung und Lärmschutz zur Verfügung steht, dann wird dieselbe Strecke wieder gesperrt, um dann diese Maßnahmen noch zu machen. Das bedeutet aber, dass dann eben dieselbe Strecke, die möglicherweise sehr stark belastet ist, zweimal gesperrt werden muss, weil eben je nachdem, welcher Topf gerade Geld hat, die entsprechende Maßnahme gemacht wird, aber nicht alles auf einmal. Und deswegen packen wir Haushaltstitel zusammen, führen die in einen Fonds rein und dann kann eben aus einem Topf alles gemacht werden. Einmal sperren, alles machen, danach wieder Strecke freigeben und das ist die Hoffnung, dann jahrelang Ruhe haben auf der Strecke, weil alles neu gemacht worden ist. Das ist effizienter, auch vom Ressourceneinsatz beim Personal und auch von den Möglichkeiten, technisches Gerät einzusetzen. Wir setzen in Deutschland viel zu wenig Großmaschinen ein, weil wir immer in klein-klein entsprechend eben der Personalressourcen und entsprechend der Haushaltstitel Abschnitte sanieren. Ja? Aber da macht man halt mal 100 Kilometer am Stück. Ja? Da gibt es Großmaschinen, die schaffen einiges an Kilometern pro Tag. Ja? Aber wenn man immer nur so kleine Etappen macht, dann lohnt sich das mit der Großmaschine nicht. Und man hat in der Summe natürlich auch einen viel größeren Aufwand an Personal, weil die halt immer nur ein paar Kilometer planen und dann kommt ein, zwei Jahre später der nächste Abschnitt dran. Wieder mit hohem Personalaufwand. Also das heißt, wir müssen da einiges bei der Finanzierung, bei der Organisation ändern. Das klingt so sinnvoll, dass man, wenn man einen Streckenabschnitt sowieso schon erneuert, dass man alles auf einmal macht. Genau. Da frage ich mich immer, wieso ist in den letzten 20, 30 Jahren nicht schon einer auf die Idee gekommen? Ja, weil man eine andere Philosophie verfolgt hat. Man hat die Philosophie verfolgt, dass man während des Baus möglichst geringe Einschränkungen hat. Zum einen. Und zum anderen hat man eben auch gesagt, wir ersetzen nichts, das nicht schon abgeschrieben ist, also wo die Lebensdauer wirklich erreicht ist. Aber man muss eben auch sehen, dass eine zusätzliche Sperrung eben auch eine Form von Ressourcenverlust ist. Und da muss man sich gerade bei so einem hochbelasteten Netz, wie wir es haben, eben andere Gedanken drüber machen. Ja? Und man muss auch mit dem Mangel an Personal anders umgehen, als wenn man eben unter rollendem Rad baut. Das kann man machen, dann fährt immer irgendwas, dann fährt eben auf einem Gleis von zwei was und anstatt mit Tempo 160 fahren die dann halt noch mit 40 oder so. Ja? Aber das bedeutet eben, viel mehr Personaleinsatz in der Planung wie auch in der Durchführung, weil halt immer natürlich die Sicherheit im Vordergrund steht von den Leuten, die dort arbeiten, weil immer wieder Gerät weggeräumt werden muss und weil man immer nur abschnittsweise vorankommt. Ja? Und deswegen geht man jetzt dazu über, vor allem auf den Hauptstrecken Komplettsperrung für einige Wochen oder Monate, aber dann alles gleich mitzumachen und nicht dann nächstes Jahr das nächste und übernächstes Jahr das übernächste Gewerk auf derselben Strecke, sondern einmal sperren, alles machen und dann jahrelang weitgehend Ruhe haben, weil die Gleise neu sind, der Schotter frisch ist, die Oberleitung erneuert wurde, die Lärmschutzwand intakt ist und die Bahnsteige auch entsprechend angepasst wurden auf diesem Streckenabschnitt. Du hast gerade gesagt, die Stichworte genannt, Effizienz und digitaler muss die Bahn und das Streckennetz werden. Hast du so konkrete Vorschläge, wo du sagst, das könnte man anders machen, damit man dahingehend effizienter wäre? Ja gut, also ich habe ja zu den Bauabläufen, zur Finanzierung und so weiter, habe ich schon einiges gesagt. Das sind ja alles Effizienzfragen. Wir müssen natürlich auch gucken, dass wir
das Netz besser nutzen als bisher. Wir haben heute oft die sogenannten Blockabstände, also die Abstände zwischen zwei Signalen, wo immer nur ein Zug unterwegs sein kann, zum Teil auf einer Länge von 10, 12 bis 15 Kilometer. Das heißt, das Netz wird dann nicht effizient genutzt, ja, weil die Züge in einem sehr großen Abstand fahren. Und wir machen jetzt ein Programm, die Blockabstände zu optimieren. Das heißt, mehr Züge in kürzeren Abständen hintereinander herfahren zu lassen. Und mittelfristig muss uns da auch ETCS, also eine digitale Möglichkeit, die auch vom Standard europaweit festgelegt ist, da müssen wir dazu hinkommen. Das erfordert aber sehr hohe Investitionen. Mhm. Und dann fahren die Züge ohne sogenannte ortsfeste Signale. Ja, das heißt, es läuft dann alles über Funk und so weiter, wird dann der Abstand der Züge automatisch gesteuert. Damit kann man dann das Netz viel effizienter nutzen. Aber man muss halt leider erstmal sehr viele Milliarden in die Hand nehmen, um die Strecken und auch die Fahrzeuge zu digitalisieren. Da sind andere Länder weiter als wir. Und wir müssen jetzt eben den Weg in die Finanzierung finden, damit man dann das sogenannte Rollout möglichst schnell machen kann, weil manche Dinge sind notwendig, um hinterher wirtschaftlicher arbeiten zu können, aber man muss eben erstmal viel Geld in die Hand nehmen. Und da die Umstellungszeiten bei solchen Dingen immer die schwierigsten Phasen sind, muss man die eben so kurz wie möglich gestalten. Mhm. Aber das muss man jetzt angehen. Und die Vorgängerregierung hat es immer weiter rausgeschoben, nicht weil sie es nicht will, sondern weil sie halt einfach gescheut hat, in die Finanzierung einzusteigen. Mhm. Und wir müssen das jetzt machen. Und da dürfte auch der Anteil aus der LKW-Maut dann sehr hilfreich sein, weil wir da einfach eine Quelle haben. Aber wir wollen da nicht nur diese Quelle nehmen, sondern da müssen auch Haushaltsgelder dann bereitgestellt werden. Also, und wenn ich jetzt nach Effizienz gefragt wurde, ganz wichtig ist der Güterverkehr. Auch hier gibt es digitale Möglichkeiten, die digitale automatische Kupplung. Heute muss ja jeder Güterwagen von Hand gekuppelt werden mit diesen schweren Haken, die wiegen 20 Kilo. Das ist schwere körperliche Arbeit. Also jeder Waggon einzeln aneinander? Genau, jeder Wagen, genau. Da muss jemand ins Gleis runter. So, und dann muss dieser Haken mit 20 Kilo muss dann hochgehievt werden und eingehängt werden. Und so wird dann ein Wagen an den anderen gehängt. Und das ist sehr, sehr viel, sehr schwere Arbeit bei Wind und Wetter im Freien. Man findet kaum mehr Leute. Dabei gibt es auch hier inzwischen eine Technologie, mit der die Züge einfach zusammengeschoben werden und dann rasten die automatisch ein. Das war früher einfach automatisch als Technologie verfügbar, ist aber bei uns in Deutschland praktisch nicht zur Anwendung gekommen. Heute steht noch das D vor der automatischen Kupplung für digitale automatische Kupplung. Das heißt, es kann auch mit der ganzen Stromversorgung und all diesen Dingen dann laufen. Das geht viel, viel schneller. Kostet nicht das Personal, das man kaum mehr findet. Und selbst die Gewerkschaft, die ja eigentlich Arbeitnehmerinteressen vertritt, ist dafür, das zu machen, weil sie sagen, wir können uns ja auch nicht davor verstecken, dass da kein Personal mehr zu finden ist. Mhm. Sonst würden wir ja sagen, wir schützen die Arbeitsplätze. Mhm. Aber wenn die Leute nicht mehr zu finden sind, dann gibt es halt auch nicht so viele Arbeitsplätze auf Dauer zu schützen. Und das ist etwas, das zu erheblich mehr Effizienz beitragen wird, wenn da eben nicht mehr von Hand jeder Wagen an den anderen gekuppelt werden muss. Irre. Ja. Wirklich. Habe ich noch nie gehört. Nach einigen Jahren des quasi Nicht-Vorhandenseins von Wettbewerb im Fernverkehr auf der Schiene sehen wir seit 2017 jetzt wieder einen kleinen Mitbewerber, der Flixtrain heißt und unterwegs ist. Ist so ein Wettbewerber gut, dass es wieder eine Alternative gibt? Braucht es wieder mehr Wettbewerb auf der Schiene? Also wir sind ja als Grüne schon immer befürwortend, was den Wettbewerb angeht. Wir haben das, oder ich fange mal so an, als ich 2013 in den Deutschen Bundestag kam, ist gerade der Fernbusmarkt liberalisiert worden. Und da war ja die Angst groß, der ist ja so billig wer fährt dann noch Zug? Und es hat sich zweierlei gezeigt. Das eine ist, dass der Fernbus Druck gemacht hat, auf die Deutsche Bahn besser zu werden. Also beispielsweise war für die Deutsche Bahn das Thema WLAN in den Zügen kein so wichtiges Thema. Aber für viele, vor allem junge Leute, war das mit dem Bus echt cool. Erstens mal wegen Preis und zweitens
weil dort WLAN einfach normal war. Und ganz schnell ging das dann. Es funktioniert bis heute nicht so super, aber es ist da, es ist verfügbar. WLAN ist heute Standard in jedem Zug, mal mit besserer, mal mit schlechterer Qualität, aber es ist verfügbar. Das hat die Deutsche Bahn dann ganz schnell gemacht. Oder auch zu spüren, dass es auch preissensible Menschen gibt. Ja? Also nicht jeder fordert den Super-Mega-Sitz und viel Platz und alles Mögliche und ist bereit oder in der Lage, dafür jeden Preis zu bezahlen, sondern es gibt mehr Menschen, als die Deutsche Bahn damals geglaubt hat, für die der Preis das entscheidende Kriterium für die Verkehrsmittelwahl ist. Also hat die DB auch entsprechende Angebote ausgeweitet, entweder mit Zügen, in denen eben weniger bezahlt werden musste, oder eben mit einem differenzierten Preisangebot, wo man, wenn man rechtzeitig bucht oder zu bestimmten Uhrzeiten oder an bestimmten Tagen fährt, eben sehr, sehr preiswert unterwegs sein kann. Das ist alles eine Reaktion auf den Wettbewerb mit dem Fernbus gewesen. So, und jetzt kommt das Zweite, das Schöne daran. Am Ende ist der Fernbus gut gelaufen und läuft gut, aber die Bahn genauso. Das heißt, die Bahn hat in Summe keine Fahrgäste verloren, sondern Fahrgäste gewonnen, weil sie eben sozusagen die Augen geöffnet bekommen hat für die Bedürfnisse eines Teils der potenziellen Fahrgäste, die dann auch teilweise wirklich dann zur Bahn gekommen sind. Ja? Und insofern ist Wettbewerb immer ganz gut. Es ist eine Art Benchmark. Ja? Man kann sich vergleichen, weil die Leute ja auch vergleichen. Okay, Flix braucht eine Stunde länger, dafür spare ich 30 Euro. Und jetzt kann ich mir überlegen, ist mir die Stunde schneller da zu sein, die 30 Euro wert? Oder sind mir die 30 Euro so kostbar, dass ich dafür eine Stunde länger unterwegs sein möchte? Ja? Und infolgedessen versucht Flix möglichst schnell zu sein. Die Deutsche Bahn versucht preiswert zu sein oder zumindest preiswerte Segmente anzubieten, weil beide ja auch beiden Ansprüchen bestmöglich gerecht werden wollen. Aber es ist dann am Ende trotzdem ein ausdifferenziertes Angebot. Die einen, die eher preissensibel sind und weniger zeitsensibel, und die anderen, die eher zeitsensibel und weniger preissensibel sind. Und dann können die Leute sich das raussuchen. Und man hat immer so ein bisschen einen Vergleich durch den Blick auf den anderen, auf den Wettbewerber, was macht er und wie erfolgreich ist er damit und wo ist seine Schwäche, die ich dann wiederum für mich ausnutzen kann. Also es profitieren am Ende die Fahrgäste. Win-win-win könnte man sagen. Ich Also würde schon so sehen, natürlich gibt es auch Nachteile, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel den ersten Teil meiner Reise mit einem Deutsche Bahnzug zurücklegen möchte und dann im Anschluss mit Flix weiterfahren möchte und der Zug der Deutschen Bahn hat Verspätung und ich verpasse den Flix-Zug, dann ist es schwierig, ja, weil Flix fährt halt nicht so oft wie die Deutsche Bahn. Ja. Bei der Deutschen Bahn ist es halt so, wenn ich Glück habe, dann kann ich 20, 30 Minuten oder vielleicht im unglücklichen Fall eine Stunde später mit dem nächsten Zug fahren. Das ist bei Flix halt häufig nicht geboten, weil die Züge viel seltener fahren. Also es hat alle so seine Vor- und Nachteile, aber insgesamt für das Gesamtsystem ist es gut, weil eben mehr Menschen damit fahren, weil es ausdifferenziertere Angebote gibt. Was hat denn eigentlich dann bis 2017 daran gehindert, dass es diesen Wettbewerb auf der Schiene gibt? War das vom Gesetzgeber nicht vorgesehen, dass es da noch einen anderen Anbieter gibt oder Also es so? gab schon immer Wettbewerb, auch im Fernverkehr, aber es ist eben eine Nische gewesen. Und häufig eine Nische mit sehr besonderen Angeboten. Also beispielsweise ein Autoreisezug, ein Nachtzug mit Schlaf- und Liegewagen. Da ist ja die Deutsche Bahn auch vor Jahren schon ausgestiegen, aber das war auch bei der Deutschen Bahn nur ein ganz kleines Segment. Oder auf bestimmten regionalen Strecken gab es auch Wettbewerb. Und die Bedingungen dafür sind nie sonderlich gut gewesen. Es hat einfach damit zu tun, dass sehr, sehr hohe Investitionen notwendig sind. Ich meine, man kann nicht einfach in den Supermarkt gehen und sagen, ich hätte gern drei ICEs oder sowas. Das liefert kein Hersteller, ja? Sondern man muss dann auf den Gebrauchtwagenmarkt gucken. Und das ist auch nicht so einfach. Dann muss man die Fahrzeuge häufig teuer sanieren. Dann muss man sie für den deutschen Markt zulassen. Das kostet viel Zeit, das heißt, man hat sehr, sehr hohe Investitionen, man hat sehr lange Vorlaufzeiten und das haben eben in der Vergangenheit viele potenzielle Anbieter eher gemieden, weil das Risiko sehr hoch ist und die Gewinne, die man dort erwirtschaftet, sind jetzt auch nicht gigantisch.
Und man weiß natürlich auch als Wettbewerber, dass die viel größere Deutsche Bahn, um den Wettbewerb zu beschränken, natürlich ganz schnell ihre eigenen Angebote verändern kann. Ja, also wenn zum Beispiel ein privater oder anderer Wettbewerber der Meinung ist, von hier nach hier auf der Relation, da hat es noch Potenzial, die Deutsche Bahn fährt da nicht häufig genug, dann kann die Deutsche Bahn ihre Fahrten natürlich auf diese Relation schneller aufstocken, als ein potenzieller Wettbewerber sich irgendwo die erforderlichen Züge beschaffen kann, um dann genau dort zu fahren. Und dann plötzlich ist die Nische, die man geglaubt hat zu erkennen, eben durch den Marktführer gedeckt, und dann steht man da. Und das wissen die Unternehmen auch, die potenziell in Frage kommen könnten. Und deswegen ist es eine sehr risikoreiche Entscheidung, die sich keiner so leicht macht. Klassisches Problem mit Monopolisten auf jeden Fall. Gilt übrigens auch für den Vertrieb. Also FlixTrain würde es ohne FlixBus nicht geben, sondern es ist ja so, da kann man vielleicht mal drüber schmunzeln, aber wenn man sich das genauer anguckt, ist es nicht so falsch. Flix bezeichnet sich selber als Technologieunternehmen. Ja? Und zwar deshalb, weil sie ja ganz stark ihre Vertriebsplattform ausgebaut und aufgebaut zunächst mal haben. Das heißt, ohne ihr Vertriebsnetz aus dem Bereich Busse hätten die sich nicht an das Thema Bahn getraut. Ja, aber weil sie eben schon dieses Vertriebsnetz haben und über die Busse sich einen guten Namen gemacht haben, bekannt sind, können sie dieselbe Vertriebsplattform, die sie für die Busse aufgebaut haben, eben auch für ihre Zugangebote nutzen. Also die sind nicht aus dem Null, vom Nullpunkt aus gestartet. Genau. Die Kundenbeziehungen hatten die auch schon. Genau. Hoher Bekanntheitsgrad. Dann internationale Investoren, die dahinter stecken, die nicht so arg geil sind auf schnelle, hohe Gewinne. Sondern das sind Investoren im Hintergrund, die sehr viel Geduld haben. Ohne die würden solche Investitionen in die Schiene gar nicht funktionieren, weil die Risiken zu groß sind, die Vorlaufzeit zu lang ist, die Planbarkeit zu wenig gegeben ist und. Weil wir jetzt bei dem Thema sind, müssen wir ganz kurz die Frage klären, die unmöglich kurz zu klären ist. Und zwar, bist du Anhänger der sozialen Marktwirtschaft, oder glaubst du, Marktwirtschaft ist eigentlich ein System, was wir eher überwinden müssen? Nein, ich bin schon ein Anhänger der Marktwirtschaft. Es ist ja auch deutlich geworden mit der Erklärung, dass ich und dass wir zum Wettbewerb stehen. Und das tun übrigens nicht alle Parteien, auch nicht alle demokratische Parteien und schon gar nicht so, wie wir das als Grüne tun. Wer tut das nicht? Wer will nicht diesen Wettbewerb? Naja, also die Linke beispielsweise nicht. Und bei der SPD gibt es da auch immer wieder mal so zweifelnde Stimmen. Insofern, da sind wir schon klar auf dem marktwirtschaftlichen und wettbewerblichen Kurs, weil sich da einfach Effizienzen einrichten lassen und wie gesagt, Benchmark zu gucken, was machen die anderen, was können wir noch besser, das ist schon durchaus im Sinne der Fahrgäste. Auf jeden Fall. Ein Thema noch, mindestens eine Frage, bevor ich zu meinen Schlussfragen kommen muss. Und zwar frage ich mich oft, wie unprofitabel dürfen Strecken eigentlich sein? Ich habe einen Text von dir gelesen, in dem du kritisiert hast, dass viel zu viele Elemente, zum Beispiel teilweise sogar einzelne Weichen, einer Kosten-Nutzen-Analyse unterzogen werden müssten. Und insgesamt seid ihr Grünen ja dafür, auch ländliche Regionen an das Schienennetz anzubinden, auch wenn diese Strecken vielleicht nicht immer profitabel sind. Wo ist denn die Grenze? Also ab wann ist eine Strecke eigentlich zu unprofitabel für eine Schiene? Also für die Frage, wenn es darum geht, eine Strecke zu reaktivieren, da gibt es klare Kriterien dafür und die sind auch im Großen und Ganzen richtig. Das heißt, da werden Nutzen und Kosten gegenübergestellt und öffentliche Mittel des Bundes gibt es nur dann, wenn der Nutzen höher ist, als die Kosten es sind. Ja, klar geregelt. Wir haben aber einzelne Dinge, die einer Nutzen-Kosten-Betrachtung unterzogen werden, wo das wirklich absurd ist. Also beispielsweise der Einbau einer neuen zusätzlichen Weiche. Diese zusätzliche Weiche kann in bestimmten Fällen dazu führen, dass zum Beispiel nicht eine komplette Strecke gesperrt werden muss, wenn
nehmen wir mal, ein Zug bleibt liegen, ja, dann muss die Strecke auf einem sehr langen Abschnitt gesperrt werden, wenn eben keine Weiche da ist, weil man nicht sozusagen auf dem Gegengleis an dem liegen gebliebenen Zug vorbeifahren kann. Mhm. Ja. Gleiche gilt natürlich auch, wenn da eine Baustelle ist und so weiter, man ist sehr unflexibel. Mhm. Jetzt kann man aber die Wirtschaftlichkeit dieser Weiche nicht wirklich ausrechnen, weil die ja nicht im Regelbetrieb genutzt wird, wo man dann sagen kann, okay, da fahren am Tag 50 Züge drüber, jeder Zug spart die und die Sekunden beispielsweise und dann kann man da Nutzen ausrechnen, sondern diese Weiche ist dazu da, die Strecke betriebsbereit zu halten im Ausnahmefall. So, und jetzt kann ich natürlich schlecht sagen, der Ausnahmefall tritt ein, einmal pro Woche oder dreimal pro Monat oder sechsmal im Jahr und dann müsste ich ja auch noch ausrechnen, wie schwerwiegend sind die Folgen, wenn diese Weiche nicht da ist? Oder wie groß ist der Nutzen, wenn die Weiche da ist? Und da rechnet man dann endlos rum und am Ende kostet diese Weiche 150.000 Euro und man beschäftigt dann irgendwelche knappen Kapazitäten in überlasteten Büros. Ja, da sage ich dann einfach, dann baut diese blöde Weiche einfach ein, dann ist sie da und kann dann eben ihren Dienst erbringen. Oder nehmen wir mal das Thema Streckenelektrifizierung. Wir haben Strecken, die völlig unstrittig elektrifiziert werden müssen mit einer Oberleitung, auch wegen des Güterverkehrs. Da kann man nicht mit Akku-Lokomotiven fahren. In oder Bayern so. Hörte ich zum Beispiel. In Bayern, ja genau. In Bayern ist sehr, sehr wenig mit einer Oberleitung elektrifiziert. Das ist leider so. Und jetzt hat man da eine Bewertungsmethodik für den Nutzen-Kosten-Vergleich. Da geht man immer eben noch davon aus, dass auch der Weiterbetrieb per Diesel eine Alternative ist. Wir wissen aber, dass es keine Alternative ist, sondern entweder müsste man die Strecke mit der Oberleitung elektrifizieren oder man fährt mit alternativen Antrieben oder man fährt mit alternativen Kraftstoffen, aber fossiles Diesel ist keine Alternative. Aber in der Bewertungsmethodik gibt es eben immer noch die Variante Diesel und die schneidet dann häufig am günstigsten ab. Obwohl sie eigentlich ausscheiden müsste, obwohl sie gar nicht eingerechnet und als Variante berücksichtigt werden dürfte. Ja? Und dann kommt man zum Ergebnis, lohnt sich nicht. Und dann hat man 3 Jahre lang irgendwelche Büros für komplizierte Berechnungen beschäftigt und ist kein Millimeter weitergekommen, aber alle wollen die Oberleitung. Ja? Und da sagen wir halt, entweder verzichtet man in definierten Fällen auf die Nutzen-Kosten-Berechnung und macht es einfach, weil es notwendig ist, und verliert damit keine Zeit und vergeudet kein Geld und keine Planungskapazitäten für irgendwelche Endlosschleifen von Prüfungen. Oder aber man ändert die Bewertungsmethodik, indem man beispielsweise eben die Dieselvariante einfach ausschließt. Man kann aber auch den CO2-Preis, den man einrechnet, einfach nach oben setzen. Ja? Dann scheidet der Diesel faktisch auch aus. Also das heißt, wir müssen manchmal wegkommen von den Dingen, die unglaublich viele Büros sinnlos beschäftigt und viel Zeit kosten, ohne dass es zu irgendeinem sinnvollen Ergebnis kommt. Seit 2017 ist Richard Lutz neuer Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn. Damit ist er nicht mehr neu. Damit ist er nicht mehr neu, richtig. Seit 2017, seit 6 Jahren jetzt sogar, ist er alter Vorstandsvorsitzender der DB. Damals neu, jetzt nicht mehr neu. Ist er der Richtige für diese Monsteraufgabe? Also ich tue mir mit solchen Personalfragen immer schwer, weil so eine Frage schnell impliziert, man muss nur die richtigen Köpfe an die entsprechende Position bringen und alles läuft. Die Deutsche Bahn ist ja kein normales Unternehmen, so wie Bosch oder Daimler oder so, sondern es ist ein 100%iges Staatsunternehmen, in das sich der Staat immer wieder auch einmischt und manchmal auch an unpassender Stelle, in eine unpassende Richtung und wenn ich es mal vereinfacht ausdrücken darf, die Politik mischt sich ein, gibt Dinge vor, wenn es gut läuft, rühmt sie sich gerne selber damit und wenn es schlecht läuft, dann ist das Management der Deutschen Bahn schuld. Ja? Dass aber auch die Rahmenbedingungen häufig nicht passen. Ja? Also wie viel Geld zur Verfügung steht, entscheidet nicht die Deutsche Bahn, das entscheidet die Politik. Wie kompliziert Gesetze sind, wie aufwendig es ist, zu bauen mit über 100 Haushaltstiteln, wo immer mal Geld an der einen Stelle, aber an der anderen Stelle eben nicht, obwohl man das auch bräuchte, zur Verfügung steht, entscheidet die Politik, das entscheidet nicht die Deutsche Bahn. Das heißt,
dieses Unternehmen ist sehr, sehr stark eben von politischen Rahmenbedingungen abhängig und nicht ausschließlich vom Management. Deswegen ist diese Frage, ist die und die Person die richtige an der Stelle, eine starke Verengung, weil es eben sozusagen die Zusammenhänge nicht so ganz aufgreift. Ich würde sagen, es gab schon falschere bei der Deutschen Bahn. Es wird aber sicherlich auch bessere geben. Okay. Ja? Falschere deswegen, weil es eben auch schon viele gab, die ihre Zeit an der Spitze der Deutschen Bahn überwiegend dafür genutzt haben, tolle Programme anzukündigen, die sie nie ernsthaft angepackt haben. Richard Lutz ist jetzt wiederum einer, der nicht ganz mit so einer großen Klappe rumläuft und schon eher dran bemüht ist, die Probleme zu lösen. Ja? Dass ihm das nicht so gelingt, liegt teilweise an ihm und seinem Unternehmen, aber eben auch an den Rahmenbedingungen, die einfach nicht gut sind, die wir aber gerade versuchen, erheblich zu verbessern, indem wir die Strukturen bei der Deutschen Bahn verändern, indem wir Beschleunigungsgesetze machen, damit wir bei der Infrastruktur besser vorankommen, indem wir mehr Geld in das System investieren, indem wir für mehr Effizienz sorgen bei der Mittelverwendung und so weiter. Das sind, glaube ich, die richtigen Wege. Ich glaube das nicht, sondern das ist, sind die richtigen Wege und ich hoffe eben sehr, dass es dann auch ausreicht, was wir tun. So, dann kommen wir damit jetzt aber wirklich zu meinen Schlussfragen. Wir haben noch so 13, 14 Minuten. Ich hätte so 12 Fragen. Manche davon sind aber auch ganz kurz zu beantworten. ICE 4 oder 3 Neo? Und warum? Das hängt von der Strecke ab. Das hängt einfach von der Strecke ab, wie schnell die befahrbar ist. Und da wählt man dann die Züge entsprechend aus. Der eine ist schneller, der andere ist langsamer. Nicht auf allen Strecken kann man gleich schnell fahren. Und die persönliche Vorliebe? Ich habe da keine. Okay. Ich habe eher Vorlieben für bestimmte Strecken, wo einfach die Landschaft schön ist. Auch eine Frage, was ist denn eigentlich die Lieblingsstrecke im Streckennetz? Also ich bin ja Schwabe und Baden-Württemberger und da fahre ich besonders gern am Bodenseeufer entlang, also von Radolfzell nach Friedrichshafen. Man muss auf der richtigen Seite des Zuges sitzen und dann hat man einen wunderbaren Blick. Da ist nichts zwischen der Bahnstrecke und dem Wasser, ein paar Bäume, aber ansonsten wunderbarer Blick. Herrliche Kulisse, fahre ich gerne. Muss ich mal früher oder später langfahren? Auf jeden Fall, ja. Wenn du dich entscheiden müsstest für eine, was ist eigentlich die größte Herausforderung unserer Zeit? Ich meine jetzt nicht nur heute, dieses Jahr, sondern so im Sinne von deiner Generation oder des Jahrhunderts. Ach so, ich dachte, ich kriege es Beispiele. Nein, 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 es gibt keine Beispiele. Nee, so leicht ist das hier nicht. Okay, okay. Dann ist es... Dann würde ich da schon zwei Punkte nennen. Das eine ist mit Sicherheit, das sind die globalen Umweltkrisen. Da gehört die Vermüllung, die Plastikvermüllung der Meere genauso dazu wie die Klimakrise. Und das zweite ist mit Sicherheit, das sind alle Fragen, die rund um Frieden, Krieg, Sicherheit, Freiheit sich drehen, dass wir einen Weg finden müssen, wie wir Staaten, die Menschenrechte, die Souveränität anderer Staaten nicht achten, wie wir die in den Griff kriegen. Und dazu braucht es zwischen den Ländern, die daran ein Interesse haben, viel, viel mehr Einigkeit und Geschlossenheit, als wir das derzeit leider haben. Umwelt, Klima und Frieden waren jetzt so. Ja, also Umwelt als eine große Überschrift, das andere Frieden, friedliches Zusammenleben, Menschenrechte gehört da auch mit dazu, Freiheit. Genau. Was macht eigentlich einen guten Politiker aus? Gibt es so ein, zwei Eigenschaften, wo du sagst, ach, das wäre mir besonders wichtig? Also er muss sich natürlich auf jeden Fall auf ein Format wie dieses hier einlassen. Ja. In der Hoffnung, dass ganz viele Menschen zuschauen und zuhören und nicht vorzeitig abschalten. Aber wer bis hierhin gekommen ist, wird auch bis zuletzt das durchhalten, bin ich mir sicher. Genau. Also ich finde die Frage schwierig, weil die Politik sehr viele Aufgaben auf unterschiedlichen Ebenen bietet. Also jemand als Bürgermeisterin oder Bürgermeister an der Spitze einer Kommunalverwaltung braucht andere Dinge, andere Eigenschaften, andere Stärken, andere Interessen als jemand im Bundestag, als überhaupt jemand in einem Parlament. Und wenn man dann Ministerin oder Minister werden möchte, braucht es dann auch nochmal ganz besondere Fähigkeiten. Man hat in der Kommunalpolitik viel mehr den direkten Draht,
Man hat in der Landes- und erst recht in der Bundes- oder gar in der Europapolitik, dadurch, dass man so oft dann viel Zeit in den Parlamenten verbringt, viel Zeit außerhalb des eigenen Wahlkreises verbringt, muss man sich sehr stark überlegen, wie kann ich eigentlich den Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern halten aus meinem Wahlkreis, aus meiner Region, aus meinem Ort. Es ist viel, viel schwieriger. Da muss man auch mit Formaten experimentieren. Und es sind natürlich auch andere Themen. Die Aufregung ist oft viel, viel größer. Durchzudringen mit eigenen Botschaften ist schwieriger. Also da gibt es ganz andere Herausforderungen zu bewältigen. Auch die Frage so Parteiprogramme und so weiter spielt eben dann, umso weiter man oben ist, eine viel, viel größere Rolle. Dann natürlich in der Opposition sind wieder andere Qualitäten gefragt wie in der Regierung. Man merkt es jetzt, wir regieren jetzt seit anderthalb Jahren. Es ist unglaublich viel Gesprächsbedarf zwischen den Regierungsparteien notwendig, was unfassbar viel Zeit kostet, wirklich unfassbar viel Zeit. Und jede dieser drei Parteien muss dann jedes Gespräch dann wieder in die eigenen Kreise rein transportieren, sich dann Feedbacks holen. Was meint ihr? Wir haben da jetzt den und den Verhandlungsstand. Unterstützt ihr das? Man muss dann zu den Haushältern gehen. Man muss zu den anderen gehen, die Fachbereiche verantworten, die irgendwie was damit zu tun hat, was man da gerade verhandelt. Man muss mit den Fraktionsvorsitzenden, den Fraktionsvorständen reden und, und. Ja, das sind Prozesse, die brauchen auch Zeit. Da nutze ich auch die Gelegenheit, ein bisschen um Verständnis zu werben dafür, dass solche Prozesse nicht von jetzt auf nachher gehen, zumal wenn dann eben wie in so einer Koalition wie der Ampel drei unterschiedliche, sehr unterschiedliche Parteien miteinander müssen, die nicht wollen, muss man ja auch mal sagen. Ja, also die Konstellation war nicht gewünscht Hast du eine von den drei. Konstellation, die dir lieber gewesen wäre? Also ich sag mal so, jede Konstellation, die mit zwei Parteien zurechtkommt und nicht auf drei angewiesen ist, oder sogar teilweise haben wir ja auch auf Landesebene mit vier, ist viel, viel einfacher. Ja, also zwei können sich schneller auf eine Lösung, gegebenenfalls einen Kompromiss verständigen als drei. Klar. Man kann sich das, wenn man das so hört, wahrscheinlich vorstellen, aber man ist sich dem vielleicht nicht unbedingt bewusst, wie schwierig so eine Dreierkonstellation ist, weil alle drei Parteien haben bei vielen Fragestellungen denen, die sie wählen, ganz unterschiedliche entgegengesetzte Sachen versprochen oder in Aussicht gestellt. Wir sind angetreten mit: Wir wollen ein Tempolimit auf Autobahnen. Die FDP ist angetreten, mit uns kein Tempolimit. Ja, wie will man denn da zusammenkommen? Ja, das kann nicht funktionieren. Und dann setzt sich am Ende einer durch und die Wählerinnen und Wähler des anderen, die sind dann enttäuscht und sagen: Ihr habt nicht hart genug verhandelt und dies und das. Wenn sich aber der andere durchgesetzt hätte, hätte die andere Partei das Problem. Das stimmt. Stichwort Parteiprogramme. Eine Frage, mit der ich dich kurz vor Schluss noch mal ärgern muss. Haben die Grünen eigentlich auch eine Schwäche? Gibt es irgendwas, wo du sagst, ah, das ist jetzt vielleicht, das stört mich ein bisschen an den Grünen, nachdem wir ganz viele Dinge gehört haben, die du super findest und so? Also so richtig heftig insgesamt stören kann ich jetzt nicht sagen, aber es gibt natürlich trotzdem Punkte, wo ich einfach sehe, dass wir stärker werden müssen, besser werden müssen. Ja? Das Thema Kommunikation ist ein Dauerthema und es muss es auch sein, einfach deshalb, weil die Menschen sich in ihrer Art und Weise, wie sie sich informieren, eben auch verändern. Ja? Ich bin immer noch der klassische Leser von Tageszeitungen, aber ich muss eben feststellen, dass selbst in meinem Umfeld die Tageszeitung immer weniger eine Rolle spielt. Also muss man andere Wege finden, Menschen zu erreichen. Und das ist natürlich nicht einfacher, ja, weil Menschen sich heute auch viel selektiver in den Medien informieren können, die eben eher auch die eigene Meinung widerspiegelt und nicht immer so wie eine Tageszeitung darauf bedacht ist, dass sie verschiedene Seiten pro und contra darstellt. Ja? Und dann hat man eben eine einseitige Informationslage, wird dann immer wieder bekräftigt in der eigenen Meinung und fühlt sich dann bestätigt, aber hört die andere Position eben sehr, sehr wenig und hat dann eben auch nicht unbedingt Verständnis dafür, dass andere eine andere Meinung haben können, weil man da zu wenig davon mitkriegt und wundert sich dann nur und ärgert sich und hat kein Verständnis dafür, dass es nicht in die Richtung geht, die man sich vorstellt. Und da müssen wir natürlich immer dann auch,
Kommunikationswege weiterentwickeln, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Dann gehört auch das Einbeziehen beispielsweise von Unternehmen und deren Interessen dazu. Da kann man auch als grüne Partei viel, viel mehr machen. Ja, also ich mache das sehr intensiv, dass ich Unternehmensdialoge führe, aber ich merke auch, dass ich auf meinem Zettel Unternehmensbesuche schon seit Jahren stehen habe und ich finde einfach den Termin nicht, weil einfach ich kann da morgens spätestens um 5:30 anfangen zu arbeiten und ich kann bis 22 Uhr arbeiten und ich arbeite auch samstags und sonntags, wenn auch nicht so lange, aber ich kriege nicht alles hin, was ich gerne machen würde, wo ich denke, ah, das wäre jetzt noch sinnvoll, das wäre notwendig, das habe ich mir mal vorgenommen. Man bleibt da schon auch hinter den eigenen Ansprüchen zurück und muss eben trotzdem versuchen, das möglichst gut zu machen. Und da kann man natürlich immer besser werden, als Partei wie auch als Einzelner. Wann hast du das letzte Mal deine Meinung zu einem politischen Thema geändert? Naja, das kam jetzt natürlich nach dem Februar letzten Jahres, der Ausweitung des Ukraine-Kriegs, natürlich mehrfach vor. Ja? Also, dass wir wieder Kohlekraftwerke verstärkt hochfahren, hätte ich jetzt nicht für möglich gehalten, wäre auch normalerweise nicht notwendig gewesen, aber die ganze weltpolitische Situation, Frankreich mit den Atomkraftwerken, die zur Hälfte nicht am Netz gewesen sind, dann die Angst, in einen Engpass reinzulaufen, fehlendes Erdgas und so weiter, hat es eben notwendig gemacht, LNG zuzukaufen. Das wäre auch undenkbar gewesen, ist aber plötzlich möglich geworden. Und wir hatten vorhin über Atomkraft gesprochen. Man muss sich schon mal überlegen, die Grünen, also die Anti-Atompartei schlechthin, hat die Laufzeiten von Atomkraftwerken verlängert. Ja? Da haben andere meiner Partei größere Probleme gehabt als ich, das muss ich auch sagen. Aber natürlich ist es auch eine Meinungsänderung gewesen dann bei mir. Ja? Also ich hatte schon meine Party so vorbereitet für den Atomausstieg und die musste ich dann natürlich absagen. Und ich habe sie auch nicht verschoben. Ich habe sie gar nicht gefeiert, weil mir klar war, dass es irgendwie schwierig ist, da jetzt einen passenden Zeitpunkt dafür zu finden. Der Zeitpunkt war dann halt einfach sozusagen technisch bedingt, weil dann die Brennstäbe am Ende waren. Aber einen richtig geeigneten Zeitpunkt konnte man sich da dann nicht mehr raussuchen. Welches ist das schlechteste Argument, das man sich im Politikbetrieb regelmäßig anhören muss? Gibt es irgendein Muster, was dir immer wieder begegnet, wo du sagst, das ist so falsch? Aus der Politik heraus oder von Bürgerinnen und Bürgern an die Politik? Aus der Politik heraus. Also natürlich sicherlich so ein Argument, das so in die Richtung geht, wir können nicht anders, weil, ja, oder wir haben da gar keinen Handlungsspielraum, keinen Ermessensspielraum, wir müssen das genau so und so machen. Das ärgert. Das hat mich zu Oppositionszeiten geärgert. Und manchmal muss ich es heute, wo wir Regierungspartei sind, selber auch anbringen. Ja? Das ist so ein bisschen wie, wenn man sich so als Kind oder Jugendlicher überlegt, wie man selber mal eigene Kinder erziehen würde. Und wenn man dann die eigenen Kinder hat, dann macht man es doch häufig so, wie man es bei den Eltern erlebt hat und wie man es unmöglich gefunden hat. Ja? Und Höre merkt ich dann, öfter. ja, genau. Und man merkt dann vielleicht, ja, ganz so Unrecht hat man da vielleicht nicht gehabt oder hatten diejenigen nicht, über die man sich damals geärgert hat. Und trotzdem ist es natürlich oft stark vereinfacht. Ja, da steckt dann manchmal auch nicht genügend Energie dahinter, die man da reinstecken könnte, es doch anders machen zu können und so weiter. Oder man hat halt auch andere Prioritäten. Das ist dann aber auch in Ordnung. Nur sollte man es dann halt vielleicht auch sagen. Also ich versuche immer möglichst viel zu begründen. Und nicht einfach zu sagen, ist halt so. Liest du gerne? Wenn man in der Politik ist, muss man gerne lesen. Die Frage ist, ob man Zeit und Muße hat, etwas zu lesen, das nichts mit Politik zu tun hat. Und das probiere ich nur noch sehr, sehr selten. Das probiere ich manchmal an Weihnachten und manchmal in der Sommerpause. Aber wenn ich die Ahnung habe, dass ich ein Buch nicht zu Ende kriege, bis dann die Arbeit wieder einen voll erfasst hat, dann fange ich nicht an, dieses Buch zu lesen. Ich Verstehe habe ich. Bücher in meinem Regal stehen, die habe ich schon 4, 5 Mal angefangen und nie zu Ende gebracht, obwohl die nicht schlecht sind. Sonst hätte ich es ja nur einmal angefangen. Aber ich komme nie weiter als bis Seite so und so. Und das ist dann schon doof.
Ich muss dann auf jeden Fall, wie immer, auch hier nach einer Buchempfehlung fragen. Gibt es ein Buch, was du besonders gut fandst, was dich vielleicht auch besonders geprägt hat in deinem Denken über die Welt und die Gesellschaft? Also das letzte ausgelesene Buch ist jetzt, glaube ich, wirklich schon ein paar Jahre her, außer irgendwie mal vielleicht eine Biografie oder irgendwie ein Buch über meine Stadt, über meine Heimat, weil das kann man dann auch mal Monate später weiterlesen, dass jetzt nicht irgendwie so unmittelbar in einem Zusammenhang steht, wo man dann irgendwelche Namen und Handlungen oder so sich merken muss. Ich habe da jetzt ehrlich gesagt keine Empfehlung. Also ich habe überwiegend Sachbücher gelesen und im Sommer manchmal auch einen Roman. Ich habe früher sehr gerne Bücher von Gudrun Pausewang gelesen, angefangen von Jugendbüchern als Jugendlicher, aber auch weiter dann als Erwachsener ihre Erwachsenenbücher gelesen. Aber wie gesagt, ich habe jetzt schon länger kein Nicht-Sachbuch mehr zu Ende lesen können. Das geht aber nicht. Das kann nicht sein, dass du jetzt als Einziger, als Erster keine Sachbuchempfehlung hast. Also ich habe Sachbücher über die Bahn gelesen, Auch das gerne, auch das ja, gerne. aber die Titel weiß ich jetzt nicht unbedingt. Vielleicht der Autor oder so oder irgendwas, womit ich es finden könnte, dann pinne ich es an. Okay, das ist eines der letzten Sachbücher zum Thema Bahn hat Thomas Wipper geschrieben, ein Journalist, den ich auch kenne, der auch häufiger für die Stuttgarter Zeitung oder den Berliner Tagesspiegel zu Bahn, überwiegend zu Bahnen, manchmal auch zu anderen Verkehrsthemen schreibt, den ich da sehr schätze, weil er nicht nur irgendwie skandalisierend unterwegs ist, sondern schon auch so auf der Suche ist nach Lösungen. Werde ich mal raussuchen, ob ich das finde. Genau. Die zwei letzten, zweieinhalb letzten. Hast du einen Rat an dein jüngeres Ich? Irgendeine Entscheidung, die du in Bezug auf dein politisches, also in Klammern politisches Leben heute anders treffen würdest? Oder vielleicht auch etwas, wo du sagst, das war sehr wichtig, dass ich das so gemacht habe, das war genau richtig. Also das Letztere ist einfacher zu beantworten, das andere wäre auch ein bisschen müßig, vielleicht weil man es gar nicht mehr korrigieren kann. Aber das andere, das hat ja auch ganz viel damit zu tun, wie man sich in der Politik fühlt, ob man da jetzt immer mit dem Gedanken unterwegs ist, oh, hätte ich das nur so gemacht oder so, oder wie wäre es geworden, wenn ich es anders gemacht hätte. Also ich habe, glaube ich, den richtigen Zeitpunkt erwischt, in die Bundespolitik zu gehen und damit hauptberuflich Politik zu machen. Ich habe mehrere abgeschlossene Ausbildungen und Studienabschlüsse. Ich habe sehr viel Berufspraxis. Ich war die letzten Jahre vor meiner Bundestagszeit selbstständig. Also ich habe sozusagen alles Mögliche gemacht in der freien Wirtschaft, wie auch im Sozialbereich, was man tun kann. Habe da sehr viele Erfahrungen gesammelt. Ich war lange in der Kommunalpolitik ehrenamtlich tätig und habe damit, glaube ich, ganz gute Voraussetzungen für ein solches Mandat. Das auszuüben, das anständig auszuüben, glaube ich, auch sagen zu können, aber auch nicht bis ans Ende des Berufslebens von der Politik abhängig zu sein, sondern auch Berufsabschlüsse zu haben in Bereichen, in denen heute händeringend nach Fachkräften gesucht wird. Das heißt also, wenn es aus welchen Gründen irgendwann in der Politik nicht mehr weitergeht, ich könnte auch woanders arbeiten. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, so eine gewisse Unabhängigkeit zu haben. Vorletzte Frage. Hast du einen Tipp für einen interessanten Gesprächspartner, den man sonst vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, für so ein Format? Gerne auch jemand, der nicht so in der Öffentlichkeit steht und deshalb nicht sowieso schon jeden Tag in einer anderen Talkshow sitzt, der sich interessante Gedanken über die Gesellschaft und die Welt macht? Auch für dieses Format Für hier? dieses Format. Ja, da fallen mir welche ein, das sage ich dann, wenn die Kamera ausgeschaltet ist, weil sonst ist es ja vielleicht ein bisschen komisch, wenn ich dann einen Namen nenne und du fragst schon die Person gar nicht an. Und Ach insofern, nee, doch, doch, echt? Wirklich? ja, Oje, wenn das so ein Affront ist, dann ist mir das aber schon passiert jetzt. Einfach Ja, weil. aber dann habe ich auch noch ein bisschen Aber Zeit noch nach, nicht. dann habe Ich ich noch ein habe bisschen Zeit nachzudenken, wer das alles sein könnte, wenn ich es erst nachher Okay, dann beenden wir das Gespräch jetzt gleich verrate. hier. Allerletzte Frage. Gibt es eine Frage, die ich dir hätte stellen sollen, aber nicht gestellt habe? Da ich ja wusste, dass wir nicht ganz so knapp bei Zeit sind, habe ich natürlich die Botschaften, die mir wichtig sind, auch einfach eingebaut, auch wenn du es gar nicht gefragt hast. Das ist die Kunst der Politik. Ja, nee, das ist mal ganz ernsthaft. Manche Leute ärgern sich ja, weil sie das Gefühl haben, dass Politikerinnen und Politiker ausweichen und nicht haarscharf auf die Frage antworten.
ich ergreife da mal die Partei für die andere Seite. Wenn man in der Politik ist, dann sollte man auch eine Botschaft haben, die man senden möchte. Mhm. Und wenn ich in ein Gespräch gehe, wenn ich in ein Interview gehe, dann überlege ich mir immer vorher, was ist eigentlich so meine Botschaft? Was ist eigentlich das, was ich auf jeden Fall gesagt haben möchte? Mhm. Und das kommt dann auch mit rein, auch wenn es jetzt nicht direkt gefragt wurde. Weil nachher werde ich ja immer auch gemessen an dem, was ich gesagt habe. Mhm. Und ich werde nicht an der Frage gemessen, die mir ein Gesprächspartner stellt. Mhm. Und insofern riskiere ich das dann mal lieber zu sagen, hey, das war aber jetzt nicht ganz die Frage, die du da beantwortet hast. Ich versuche natürlich die Frage trotzdem zu beantworten, aber ich versuche eben auch, meine Botschaften einfließen zu lassen, weil ich bin in die Politik gegangen, um eine Botschaft zu haben, um ein Ziel zu haben, um Wünsche zu haben, um sagen zu können, was ich getan habe oder was ich vorhabe zu tun. Mhm. Und da nutze ich dann schon jede Gelegenheit eines Gesprächs, das dann einfließen zu lassen. Also nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Nein, ich habe alles gesagt, was mir wichtig ist. Okay. In diesem Sinne, Matthias, vielen Dank für deine Zeit. Es war sehr interessant. Ich habe viel gelernt. Alles Gute. Freut mich. Ja, danke schön.